Das ist Anna Fink. Sie ist Privatwaldbesitzerin in Baden-Württemberg. Anna möchte sich bei ihrer Waldbewirtschaftung unterstützen lassen. Sie hat sich für eine ständige, also vertraglich gebundene Betreuung entschieden. In diesem Erklärvideo informiert sich Anna über die Möglichkeit eines Holzerntevertrags und eines Holzernterahmenvertrags. Der Holzerntevertrag. Hierfür bestimmt Anna einen Dienstleister ihrer Wahl. Sie hat dabei die freie Wahl zwischen der unteren Forstbehörde bzw. der vom Land für die Privatwaldbetreuung ermächtigten zuständigen Kommune und einem geeigneten privaten Dienstleister. Einen Holzerntevertrag kann Anna abschließen, wenn ihre Forstbetriebsfläche mindestens 30 Hektar groß ist. Die Forstbetriebsfläche berechnet sich aus forstlicher Eigentumsfläche plus angepachteter Waldfläche minus verpachteter Fläche. Der Holzerntevertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 5 Jahren. Die maximale Vertragslaufzeit beträgt 10 Jahre. Sofern der Vertragsabschluss nicht zu Jahresbeginn erfolgt, verlängert sich die Vertragslaufzeit um die bereits verstrichenen Monate des ersten Kalenderjahres. Als Bestandteile des Holzerntevertrags wählt Anna Komponenten aus dem Modul Betriebsvollzug aus. Das Modul Betriebsvollzug umfasst die Neuanlage von Rückegassen und Maschinenwegen, das Holz auszeichnen, die Organisation des Hiebsvollzugs inklusive Verkehrssicherungsmaßnahmen, das Holz sortieren, die Holzaufnahme und die Holzlistenerstellung nach Vorlage der Daten durch die Waldbesitzenden. Die Abrechnung erfolgt in der Regel jährlich über einen flächenbezogenen Hektarsatz. Maßnahmen eines Holzerntevertrags kann sich Anna vom Land fördern lassen, wenn ihr Betrieb maximal 200 Hektar groß ist. Der Fördersatz beträgt 50%. Der Holzernterahmenvertrag. Für den Holzernterahmenvertrag gelten die gleichen Rahmenbedingungen und Komponenten wie beim Holzerntevertrag. Die beiden Verträge unterscheiden sich jedoch in der Art der Abrechnung und in der Förderungshöhe. Beim Holzernterahmenvertrag errechnen sich die Kosten aus den geleisteten Stunden und dem Stundensatz des Dienstleisters. Im Gegensatz zu allen anderen Verträgen der ständigen Betreuung läuft das Vertragsjahr des Holzernterahmenvertrags immer vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres. Wählt Anna einen Holzernterahmenvertrag, so werden die geleisteten Betreuungsstunden jährlich mit ihr abgerechnet. Grundlage hierfür sind die gültigen Stundenkosten des gewählten Dienstleisters. Eine Förderung ist auch hier bis zu einer Forstbetriebsgröße von 200 Hektar möglich. Der Fördersatz beträgt 40%.